So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit den PlayStation Plus Game im Monat Mai und diesen Monat sind einige gute Titel dabei. Zumindest, ja, zwei gute würde ich jetzt sagen. Das andere Spiel kenne ich nicht so gut, aber ja, ihr seht schon im Hintergrund, FIFA 22 ist dabei, die PS4 und die PS5 Version. Das bedeutet, ihr könnt euch entweder die PS4 oder PS5 Version runterladen. Ihr müsst aber separat dann die Version runterladen. Und ich bin weder ein FIFA-Profi noch ein FIFA Ultimate Team Zocker. Ich zocke einfach mit Freunden just for fun zusammen und habe da wirklich Spaß dran. Die anderen coolen Features, die FIFA natürlich hat, ist Volta Football, was ja dieses Straßenfußball ist. Und das finde ich extrem gut gemacht. Das macht wirklich Spaß und ich finde persönlich toll, dass FIFA das wieder bietet. Und ansonsten gibt es natürlich auch richtig viele andere Modi, die FIFA eben hat und schon immer gehabt hat. Ja, dass man eben klassisch ganz normal gegeneinander spielen kann und die ganzen Anstoßsachen hat. Da haben sie ja auch sehr viel verändert, dass man da die ganze Champions League, WM und alles mögliche spielen kann. Dann, klar, Karriere, Ultimate Team, Pro Clubs und Seasons kennt jeder. Die, wo FIFA kennen oder die, wo es eben früher schon gespielt haben, die wissen Bescheid, was es da alles gibt. FIFA-Leute, die das Spiel sowieso seit Release zocken, die zocken meistens wahrscheinlich Ultimate Team. Ich persönlich zocke gerne gegen Freunde und habe da wirklich extrem viel Spaß. Ja, ich mache jetzt mal hier einfach Anstoß. Das weitere Spiel, was es noch gibt, ist auch Tribes of Midgard. Da werde ich auch noch mal ein Video dazu machen und dann Curse of the Dead Gods für die PS4. Und ja, die ganzen Games sind seit heute zum Download bereit. Wenn ihr das Video seht, dann könnt ihr die Spiele runterladen. Ihr müsst halt, wie gesagt, bei FIFA separat die PS4-Version und die PS5-Version laden, wenn ihr beide Versionen haben wollt. Ich würde euch auch empfehlen, immer die PlayStation Plus Games zu eurer Bibliothek hinzuzufügen. Ihr wisst nie, wann ihr die mal zocken wollt. Des Weiteren ist es auch so, dass ihr klar die ganzen Games dann euch in die Bibliothek hinzufügen könnt. FIFA ist zum Beispiel jetzt auf der PS5 ungefähr 55 GB groß und ja, ist auf jeden Fall ziemlich nice. Tribes of Midgard, das wird, denke ich mal, so 10 bis 20 GB sein, je nachdem auf welcher Version. Und dann Curse of the Dead Gods, denke ich, ist mal auch nicht so groß, weil es eher ein Indie-Spiel ist. Ja, ich werde euch jetzt mal ganz kurz mit der Atmosphäre allein lassen. Dann später bei dem Spiel werde ich dann wieder zu euch sprechen. Und ja, jetzt guckt mal in die Atmosphäre rein, ist wirklich sehr cool. Und dann hören wir uns später wieder. Bis gleich. Gegen VfL Bochum. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Die Nummer 16, Manuel Akanji. Die Nummer 15, Mats Hummels. Die Nummer 13, Rafael Guerrero. Die Nummer 28. Und so tritt der BVB heute also an. Manuel Akanji spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Julian Brandt steht mit Thorgan Hazard auf dem Flügel. Und vorne sehen wir bei ihnen zu Beginn der Partie heute einen Zwei-Mann-Sturm. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Sie wählen ein konventionelles 4-5-1. Das heißt, es wird viel auf das Mittelfeld ankommen. Da wird sich eine Menge abspielen. Bin gespannt, wie sie das umsetzen werden. Das größte Stadion in Deutschland ist der Signal Iduna Park. Oder wie Traditionalisten bis zum heutigen Tag sagen, das Westfalenstadion. Ja, Wolf, es sind ja nicht nur die mehr als 80.000 Plätze, die man da nennen muss. Es ist vor allem die Stimmung, die da von der Südtribüne der gelben Wand ausgeht. Das macht einen Besuch im Stadion einfach unvergesslich. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Da gehen sie dazwischen. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Macht er ihn. Unglaubliche Parade.
Jetzt die Ecke. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Könnte hier heute eine Schlüssel. So, ja, da bin ich wieder. Ihr habt es gesehen, die Atmosphäre ist wirklich gut gemacht. Es macht extrem Spaß, wenn man dann zum Beispiel auch mit Kopfhörer spielt. Die Atmosphäre im Spiel ist extrem gut rübergebracht. Die ganzen Fangesänge und so weiter, das kommt echt super rüber. Und auch die Grafik, die Stadien wurden gut umgesetzt. Die Steuerung ist toll. Ich spiele jetzt hier gerade die PS5-Version. Sieht wirklich super aus und macht extrem viel Spaß. Auch die ganzen anderen Modi kann man klar zusammenzocken. Das macht ja auch Fun. Und man kann dann auch mit seinen Freunden sich dann abwechseln, zum Beispiel, wenn man vielleicht Walter Football spielt oder die anderen Modi. Und online, klar, Ultimate Team, die ganzen anderen Sachen, das macht auch extrem Fun. Und ja, ich kann es wirklich euch nur empfehlen, euch das Spiel mal anzuschauen, es mal zu zocken. Ich meine, ihr werdet sicher FIFA kennen, jeder hat sicher mal drüber gehört. Fußballfans werden sowieso zugreifen, denn neben FIFA gibt es ja kaum andere gute Fußballspiele, die noch Relevanz haben. Das letzte eFootball war ja eher nicht so gut, weil es technisch nicht so gut war. Ist ja Free-to-Play geworden. Ich bin auch gespannt, wie sich FIFA jetzt dann in Zukunft entwickeln wird, weil es ja eigentlich wahrscheinlich EA die Lizenz von FIFA dann nicht mehr haben wird, weil dort ja die FIFA verlangt hat, dass irgendwie EA mehr als 1 Billion, glaube ich, zahlen soll oder so, keine Ahnung, also sehr viel Geld auf jeden Fall. Und EA hat dann gesagt, nö, sorry, das machen wir nicht. Ich bin gespannt, ob dann dieses Jahr noch FIFA heißt. Also halt, wenn jetzt dann FIFA 23 rauskommt oder ob es dann eben anders heißt. Es ist ja auch ein Name im Internet aufgetaucht, irgendwie EA Football Club. Eventuell wird es dann so geändert mit dem Namen. Ich bin echt gespannt drauf. Aber ja, ich zock FIFA gerne mit Freunden, gelegentlich. Ja, ein bisschen Karriere macht auch Spaß. Also das Spiel ist schon cool gemacht für mich persönlich. Ich kann verstehen, wenn man EA nicht mag, ich kann verstehen, wenn man Ultimate Team nicht mag und so weiter. Also ich verstehe schon, wenn man eben mit dem Spiel nichts anfangen kann, ist, denke ich mal, sowieso nur was für Fans. Und klar, wenn man dann einen Freund hat, der das Spiel schon besitzt, dann kann man sich klar durch PlayStation Plus dann runterladen und dann mit seinem Freund eben zocken. Aber wenn man jetzt kein Fußballfan ist, glaube ich, wird man es auch nicht wirklich zocken oder so. Ich persönlich gucke auch nicht wirklich viel Fußball, aber FIFA zockt man halt dann gerne mit Freunden, deswegen habe ich es immer wieder gespielt. Und ich finde es krass, wie gut sich es mittlerweile entwickelt hat. Ich meine, die Grafik ist extrem gut. Man sieht ja mittlerweile auch, wie der Schweiß runterläuft und wie die Leute dann rotes Gesicht kriegen, weil sie halt viel rennen und so. Auch das haptische Feedback ist gut. Man merkt dann halt immer, wenn die Leute Ausdauer verlieren und wenn sie halt nicht mehr so fit sind. Also extrem gut gemacht und für mich persönlich auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Die richtigen Fußballfans, ja, die Leute, die FIFA jedes Jahr spielen, die können das natürlich nochmal viel anders beurteilen und da dann eben ihr Urteil fällen, was das Ganze angeht. Aber ja, ich finde es schon echt richtig cool, was sie da so gemacht haben. Und auch der Umfang ist ja groß, die Musik ist immer ziemlich nice im Spiel, da gibt es ja auch immer lizenzierte Musik. Die ist ganz gut und Volta Football macht mir wirklich Spaß. Also das gab es ja auch lange immer, dieses FIFA Street Spin-Off, das dann immer rauskam. Jetzt ist es eben immer in FIFA dabei. Es gab ja auch den Story-Modus von FIFA. Ich bin mal gespannt, ob der wieder mal zurückkehren wird oder so. Der war ja auch eine Zeit lang im Spiel drin, wo man dann eine Story verfolgen konnte. Aber sonst finde ich auf jeden Fall, ist nicht schlecht. Es gibt schlechtere Monate bei PlayStation Plus und das muss jeder für sich entscheiden, wie er dann die Spiele findet, ob die einem passen oder nicht. FIFA 22, Tribe of Midgards und das Dead of the Gods oder Dead of Gods, Curse of the Dead Gods sind auf jeden Fall gute Spiele. Es sind halt zwei Indie-Games, die ziemlich gut angekommen sind. Zumindest Tribes of Midgar habe ich viel Gutes drüber gehört. Das andere kenne ich nicht so. Und ihr könnt euch, wie gesagt, ab 3. Mai, wenn ihr dann das Video seht oder zum Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, könnt ihr dann die Spiele schon runterladen
und ja, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Kann ich euch echt empfehlen. Und dann gibt es ja ab Juni ein ganz neues PlayStation Plus, also euer PlayStation Plus, so wie ihr es ja habt, wird ja so bleiben, aber es wird dann noch zwei andere Stufen geben, die dann dazu kommen werden. Dazu werde ich dann nochmal ein extra Video machen. Ja, das soll es dann auch gewesen sein zu FIFA 22. Die anderen Games werde ich unten in der Videobeschreibung im Blog-Eintrag verlinken. Dort könnt ihr dann mal reinschauen, könnt ihr euch die Games anschauen, da gibt es Trailer dazu und so weiter. Und Infos vom Blog, vom PlayStation-Blog, könnt ihr euch mal durchlesen, falls ihr Interesse habt. Wenn nicht, werde ich dazu auf jeden Fall noch ein Video machen, zumindest von Tribes of Midgard. Und da könnt ihr dann auch nochmal reinschauen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.